Namaste, ihr Lieben! Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal Think India. Heute in der Think India Küche gibt es ein Dal-Rezept. Wisst ihr, dass man mit Schmorgurke ein leckeres Dal zubereiten kann? Vielleicht nicht, denn heute werden wir Schmorgurken-Dal zubereiten, sogar in südindischen Style. Dieses Rezept hat keine besonderen Gewürze oder Gewürzmischungen. Das beste Komfortfood der Welt. Aber bevor wir starten, nehmt bitte einen Moment Zeit und abonniert meinen Kanal. Die genauen Mengenangaben und Zutaten sind auch in der Infobox aufgeschrieben. Los geht's! Lass uns jetzt die Zutaten anschauen. Ich habe hier eine Schmorgurke, die wiegt ungefähr 400 Gramm. Eine kleine Zwiebel gewürfelt, etwas Curryblätter, Koriander, zwei trockene Chilis, Knoblauchzehe, zwei grüne Chilis, die sind optional, Kreuzkümmel, Senfkörner und Asafoetida, gemahlener Kurkuma, Salz nach Geschmack, Tamarinde, das ist optional, eine Tasse Linsen. Ich habe hier Tua-Linsen, ihr könnt auch rote oder Munglinsen verwenden. Und natürlich Öl. Okay, zuerst Schmorgurken schälen, in Würfel schneiden und beiseite stellen. Dann Linsen gut waschen und zu einer weichen Konsistenz kochen. Für eine Tasse Tua-Linsen habe ich 1,5 Tassen Wasser hinzugefügt. Dann mit einem Kartoffelstampfer zu einer Brei stampfen und beiseite stellen. Jetzt Öl in einer Pfanne oder einem Topf erhitzen und wenn das Öl heiß genug ist, fügt Kreuzkümmel und Senfkörner hinzu. Wichtig ist, Senfkörner sollen im Öl vollständig angebraten werden, sonst schmecken sie bitter. Dann kommen noch getrocknete Chilis, Curryblätter und Knoblauch hinzu. Frische Curryblätter zu finden ist echt ein Traum. Curryblätter verleihen dem Gericht ein intensives Aroma. Und es kommt immer eine Frage, kann man Asafoetida durch Knoblauch ersetzen? Asafoetida hat eine starke Aroma und kann durch Knoblauch ersetzt werden. Deshalb fügt ihr nur eine kleine Prise oder einfach vermeiden. Genau, diesen Prozess ist Basic Temperierung für indische Gerichte. Genau, Zwiebel bei mittlerer Hitze glasig anbraten. An dieser Stelle können Kurkuma und Salz hinzugefügt werden. Kurz anbraten und fügt Schmorgurken hinzu und zugedeckt paar Minuten köcheln lassen. Wenn die Gurke ein bisschen weich sind, fügt 4 Teelöffel Tamarindensaft. So, 1 Teelöffel Tamarinde mit 4 Teelöffel Wasser verdünnen. Oder Tamarinde kann durch Zitronensaft ersetzt werden. Und natürlich kann nach Geschmack angepasst werden, um den Dal ein bisschen sauren Geschmack zu verleihen. Fügt ca. 50 ml Wasser hinzu. Genau, wenn die Gurke weich geworden ist, fügt das gekochte Dal hinzu. Gut unterrühren, gehackten Koriander zugeben. Um die Konsistenz anzupassen, fügt etwas Wasser hinzu. Und das Dal weiter 4 bis 5 Minuten zugedeckt köcheln lassen. Das war's schon, leckeres Schmorgurkendal ist servierbereit. Dieses leckeres, köstliches, einfaches Schmorgurkendal schmeckt sehr gut mit Reis oder Roti. Also probiert doch mal aus und lasst mich unten in den Kommentaren wissen, wie euer Dal geschmeckt hat. Gefällt euch das Rezept? Dann bitte liken, teilen und bitte abonniert meinen Kanal. Das war's für heute. Vielen lieben Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Namaste!